willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich etwas für alle Bananenfans unter euch. Und zwar machen wir richtig leckere Bananenschnitten. Das ist ein richtig luftig lockerer Biskuitteig mit natürlich Bananen, einem richtig cremigen Schokonusspudding, einer Sahne-Schmandcreme und dann obendrauf nochmal so eine Schokoglasur. Alles in allem eine richtig leckere Kombi. Also Schokolade und Banane passt ja sowieso hervorragend zusammen. Und die sind wirklich überhaupt nicht schwer zu machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit der Zubereitung. Als allererstes solltet ihr euch einen Biskuit zubereiten. Den habe ich einfach auf dem Blech gebacken und zwar mit einem Backrahmen drumherum. Das ist mein ganz normales Standardrezept für Biskuit. Das verlinke ich euch einmal hier in der Infocard. Ich habe natürlich nur so ein bisschen die Mengen angepasst, aber das steht natürlich alles mit im Rezept in der Infobox. Und zwar habe ich hier auch so eine große eckige Tortenplatte und zwar wollte ich das euch einmal zeigen. Und zwar habe ich mir die schon mal vor ein bisschen längerer Zeit mir einfach im Baumarkt zusägen lassen. Das ist eine ganz normale Spanholzplatte mit dieser weißen Beschichtung. Die ist überhaupt nicht teuer, die kostete irgendwie zwischen 2 und 3 Euro oder so und ich habe mir dann mit doppelseitigem Klebeband einfach hier so ein Stück so ein bisschen dickere Tischdecke drauf gemacht, weil die eben lebensmittelecht ist, weil die Beschichtung ist natürlich nicht lebensmittelecht. Und hier diesen Rand, den habe ich mir einfach mit so farbigem Klebeband beklebt. Und das ist super praktisch für so große Torten oder für Blechkuchen, wenn ihr die eben nicht im Blech servieren wollt. Ich wollte euch das auf jeden Fall einmal gezeigt haben, einfach nur, falls ihr mal eine Idee dazu braucht. Und ich werde mir jetzt einmal mein Biskuit darauf stürzen. Und dann einfach vorsichtig das Backpapier abziehen. Den Biskuit habe ich mir übrigens schon gestern gebacken. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, den einen Tag vorher zu backen. Dann lässt er sich nämlich viel, viel leichter bearbeiten. So, dann werde ich mir den Biskuit in zwei Böden teilen. Und zwar so, dass die obere Schicht ein bisschen dünner ist als die untere Schicht. Ich verwende dazu einfach meine Tortensäge, die in dem Fall wirklich super praktisch ist, weil man einfach einen richtig schönen geraden Schnitt hinbekommt. Aber natürlich könnt ihr auch ganz normal ein Messer nehmen. Als nächstes wird die Puddingfüllung zubereitet. Dazu gebe ich mir einmal Milch in den Topf. Zur Milch gebe ich Zucker, eine Prise Salz, ein Ei und Speisestärke. Und das Ganze wird jetzt einmal miteinander verrührt, bis da keine Klümpchen mehr drin sind. So, wenn dann alles gut miteinander verrührt ist, dann wird der Herd eingeschaltet und das Ganze zum Kochen gebracht. Wichtig ist, dass ihr immer mal wieder umrührt, damit am Boden nichts anbrennt. So, wenn das Ganze dann aufkocht, dann merkt ihr, dass das richtig schön andickt. Und dann lasse ich das immer noch mal so ungefähr eine Minute weiter köcheln, einfach nur um sicherzustellen, dass die Speisestärke auch alles gut abgebunden hat. Damit aus dem Pudding ein Schokonusspudding wird, rühre ich da jetzt noch Zartbitterschokolade rein und Nuss-Nougat-Masse. Und dann lasse ich das einfach in dem warmen Pudding schmelzen. Wenn sich alles gut miteinander verbunden hat, dann kommt da jetzt noch Schmand dazu und wird gut untergerührt. So, als nächstes brauchen wir jetzt wieder den Biskuitboden und da habe ich mir einmal den Tortenrahmen wieder drum herum gelegt. Und dann brauchen wir natürlich Bananen. Die werden jetzt einmal längs halbiert, also quasi so, einmal so halbiert. Und
Und dann werden sie einfach hier auf den Boden gegeben. Und so werde ich dann einmal den gesamten Boden mit Bananen belegen. So, wenn ihr die Bananen auf dem Boden verteilt habt, da kommt da jetzt der Pudding drauf. Der konnte ja jetzt ein paar Minuten abkühlen. Und dann wird er einfach gleichmäßig verteilt. Und so kommt das Ganze jetzt erstmal in den Kühlschrank für so ungefähr eine halbe Stunde, einfach nur damit die Oberfläche abgekühlt ist, denn gleich verteilen wir noch eine Sahnecreme obendrauf und damit die dann eben nicht schmilzt, sollte zumindest die Oberfläche gut abgekühlt sein. So, für die Creme habe ich mir schon mal Sahne in meine Rührschüssel gegeben. Dazu gebe ich Zucker und ungefähr einen Teelöffel Vanillepaste. Ihr könnt stattdessen auch etwas Vanillezucker nehmen oder das Mark von einer Vanilleschote. Und die Sahne wird jetzt erstmal steif geschlagen. Und sobald die Sahne steif geschlagen ist, dann gebe ich da noch Schmand dazu und das wird dann einfach nur noch ganz kurz untergerührt. Sahne gebe ich mir jetzt einfach auf die abgekühlte Puddingcreme und verteile die dann gleichmäßig. So, auf die Creme gebe ich jetzt einmal vorsichtig den zweiten Boden. Und so stelle ich die Bananenschnitte erstmal wieder in den Kühlschrank für mindestens 3 bis 4 Stunden, einfach damit die Cremes richtig schön fest werden können. So, ich bereite mir jetzt eine Ganache zu. Dazu habe ich mir schon mal Sahne erhitzt und dann habe ich mir auch schon Schokolade bzw. Kuvertüre klein gehackt. Und zwar habe ich hier einmal Vollmilch und einmal Zartbitterschokolade oder bzw. Kuvertüre. Und ich persönlich finde, das ist eigentlich immer eine ganz leckere Mischung, Vollmilch und Zartbitter zu mischen, weil das ist dann nicht zu süß, aber auch nicht zu herb. Also ich persönlich finde das eigentlich immer ganz lecker, aber ihr könnt natürlich auch nur Vollmilch oder nur Zartbitter nehmen. Und die Schokolade, die gebe ich mir jetzt einmal in die heiße Sahne. Und dann lasse ich die Schokolade einfach in der Sahne schmelzen. Weil mein Backrahmen jetzt nicht hoch genug ist, werde ich ihn mir jetzt einmal von der Torte lösen und so ein Stück höher ansetzen. Falls ihr so einen höheren Backrahmen habt, dann hättet ihr vorhin auch schon die Ganache drauf tun können, also vor der Kühlzeit. Aber ich musste das halt jetzt einmal splitten, einfach weil, wie gesagt, mein Backrahmen einfach nicht hoch genug ist. Und ich werde ihn mir jetzt einmal lösen. Wie gesagt, mir so ein bisschen hochziehen und dann hier oben wieder ansetzen. Und jetzt verteile ich hier die Ganache oben drauf. Und jetzt stelle ich die Bananenschnitte nochmal in den Kühlschrank und zwar so lange, bis die Glasur fest geworden ist. Also ich schätze, das wird so ungefähr eine halbe Stunde dauern und dann können wir das Ganze auch schon dekorieren.
So, und jetzt geht's ans Dekorieren. Dazu habe ich mir schon mal Sahne aufgeschlagen und mir in einen Spritzbeutel gefüllt mit einer französischen Sterntülle vorne dran. Und was ich mir auch noch besorgt habe, das sind hier solche Bananenchips. Die werde ich mir dann einfach in die Sahnetuffs so reinstecken. Und so schnell und einfach sind die Bananenschnitten auch schon fertig und ich will euch natürlich den tollen Anschnitt nicht vorenthalten. Da habt ihr dann eben den richtig luftig lockeren Biskuit mit den Bananen und dem richtig leckeren und cremigen Schokonusspudding. Also diese Nougat, da gibt wirklich nochmal so das gewisse Etwas und passt halt eben auch richtig gut zusammen zu den Bananen. Dann der herrlich luftigen Sahne-Schmandcreme und obendrauf dann die Schokoglasur, was nochmal so ein bisschen noch einen Schokokick mit reinbringt. Also wirklich eine richtig, richtig leckere Kombi. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, Schoko und Banane passen ja sowieso hervorragend zusammen. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht das Rezept unbedingt mal nach. Wenn ihr das getan habt, dann schickt mir gerne mal Fotos davon auf meine Instagram-Seite oder auf meine Facebook-Seite. Wie immer alles unten in der Infobox verlinkt und dann ja, dann hoffe ich natürlich, dass dieses Video und auch dieses Rezept euch gefallen haben und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachbacken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.